Sebi, Zielinterview. Die erste Frage geht allerdings heute nicht an dich. Oder nicht, die geht an dich, aber nicht über dein Rennen. Hier hat heute Freddy Funk gewonnen. Und du hast gesagt, das ist ein unwahrscheinliches Szenario. Was ist das für ein Typ? Also jetzt siehst du, hier kommt ein Jungspund, der das Ding von vorne gewinnt. Da geht dir doch das Herz auf, oder nicht? Ja, also unwahrscheinliches Szenario. Nicht deswegen, weil er nicht alle Teile von dem Puzzle auf dem Tisch liegen hat. Ja? Also das habe ich ja schon vor, keine Ahnung, 3 Jahren gesagt, 4 Jahren. Dass ich die Aktie gern zeichnen würde, ja. Die ist heute natürlich durch die Decke gegangen. Ich denke, das, was ihm immer einfach im Weg stand, war vor allen Dingen er selber eigentlich, ja. Also es gibt ja viele Leute, die haben immer bei jedem Rennen eine Ausrede und mal die Ernährung verloren oder irgendwie falsch getapert oder sonst irgendwas. Aber bei ihm sind es halt keine Ausreden, sondern halt jeweils einfach immer Erklärungen gewesen. Und die Leute, die halt, sag ich mal, ein bisschen Insights haben, die haben dann schon gewusst, irgendwann wird der Knoten wahrscheinlich platzen. Bei manchen platzt er vielleicht auch nie, aber ich denke, das war heute, es war kein Sputnik-Schock, weil ich habe den Satelliten ja schon eine Weile gesehen. Ja. Erinnerst du dich noch daran, als bei dir irgendwann, deine Karriere war immer irgendwie erfolgreich, aber gab es auch so einen Moment, wo mal so eine Karriere, so ein Knoten geplatzt ist in deiner Karriere, wo du dich vielleicht jetzt bei so einem Rennen von Fred auch so ein bisschen zurückerinnert fühlst? Oder sagst du, nee, bei mir lief immer alles gut? Nee, ich würde schon sagen, 73 WM, die erste 73 WM in Vegas. Ich glaube, so ähnlich fühlt sich der Junge jetzt auch, weil das war schon ein verdammt gut besetztes Feld. Und ich meine, der hat uns hier wirklich absolut deklassiert. Ja? Also das war ja, und man muss halt auch noch sehen, dass dahinter halt das Tour de France Peloton halt gefahren ist. Ja? Und da hat jeder auch mal vorne irgendwie im Wind gefahren. Und er ist halt allein einfach vorne mal komplett durcheskaliert. Und auch, sag ich mal, jetzt wenn Magnus Ditlev noch einen Platten hatte, also der war auch nicht annähernd auf dem Level. Und ja, ich glaube, so ähnlich fühlt er sich wahrscheinlich heute. Ich glaube, mit dem Wort Tour de France Express kommen wir auch so ein bisschen zu deinem Rennen. Das hat mit dem Schwimmen, glaube ich, gar nicht ganz so verkehrt angefangen bei der ersten Runde. Da dachte ich mir, okay, du bist irgendwie an dem Ende von diesem Riesenpulk. Dann bist du ausgerutscht und dann habe ich irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen, du blutest schon im Gesicht. Was war beim ersten, beim Auftaktschwimmen los? Ja, es war halt, also es war eigentlich wie erwartet. Ja? Also halt Riesenfeld. Eigentlich, das Feld war breiter wie der Weg bis zur ersten Boje, würde ich mal sagen. Und ja, ich muss schon sagen, manche Athleten, die sind einfach von vorne bis hinten völlig asozial. Ja? Also die komplette rechte Seite, ich denke, das hat man gesehen auf dem Video. Es gibt eigentlich eine klare Startlinie und die Jungs machen eigentlich quasi einen fliegenden Start. Und das Problem ist einfach, dass ein so ein Verhalten, du weißt ja quasi selber, das wird eh nicht durchgegriffen, das wird ja nicht zurückgepfiffen. Ja? Also musst du auch mitmachen bei der Scheiße und das ist halt einfach eine Katastrophe. Und ja, das kotzt mich richtig an, ja. Also richtig. Und dann, gut, der Rest ist meine eigene Schuld. Also ich bin halt nicht schnell genug. Vor allen Dingen halt mein sag ich mal, Take-Out-Speed, ja, der halt bei so einem Rennen halt absolut kritisch ist. Die ersten 150 Meter, das habe ich halt einfach nicht drauf. Und dann gibt es halt auch mal eine Ferse in die Fresse. Und ja, dann, ja, letztendlich für mich war es einfach scheiße Schwimmen. Also wie immer, aber es war ja unterbrochen vom Lauf, der dann auch noch schlecht war. Da habe ich eigentlich gedacht, das ist ja gar nicht so schlimm schlecht für mich, aber einfach laufen mit der Achillessehne, wenn das Wasser noch kalt ist und so, muss ich mir jetzt schon ernsthaft Gedanken machen, irgendwie mal, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Ja. Beim Radfahren hat man nicht viel von dir gesehen, weil irgendwie der Fokus halt vorne an der Spitze war. Aber beim Laufen hat man dich dann häufiger im Bild gesehen und das sah so irgendwie angriffslustig aus. Also nicht so, ja, irgendwie läuft das nicht so. Ich weiß ja nicht, wie es beim Radfahren bei dir zuging. Aber so an Aufstecken war auch nicht zu denken. Ja, ich meine, also ich weiß, meine hochschwangere Frau ist daheim, ja. Irgendwie, wir richten da alles darauf aus und dann, ja, klar komme ich da mit einer anderen, irgendwie mit einem anderen Anspruch her, ja. Und dann probierst du es natürlich irgendwie noch gerade zu biegen, aber ich meine, ist ja dann irgendwo klar, dass die anderen halt auch nicht nur Fallobst sind und wenn du dann halt schaust, dass ich halt hier mit dem Molins vom Rad steige oder so, ist halt klar, dass das einfach halt schwierig wird, ja.
am Ende gehört das dazu. Wir sind gespannt, was in den nächsten Wochen kommt, ob ein Rennen folgt oder ein bisschen Ruhe. Danke erstmal, gute Erholung. Danke.